Stromholzbretter. Mann, ist die hier? Ja, anscheinend schon. Der nebenan wird rumgemonstert wie sonst was. Ist schon mal schön. Da freue ich mich. Birkenholz, Krams. Eichenholz, Eichenholz. Tropenholz. Dass wir hier so ein bisschen wieder was vollkriegen. Das ist durchaus zu wenig. Birkenholz, Birkenholz, Eichenholz. So, reicht. Haben wir noch was Sinnvolles drin? Nein. Wobei, hier haben wir mit Glas hier drin. Ist das sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Ich probiere das einfach mal mit den Sachen, die ich jetzt dabei habe. Wobei, man könnte für den ordentlichen Charakter davon, könnte man auch wieder hier die Steinzäune damit nehmen. Oder man macht ganze Holzbalken als Säulen. Das wäre auch blöd. Ich nehme die Dinger mal mit hier, die Bruchsteinmauern. Wobei, die verbinden sich ja, glaube ich, nee, die verbinden sich nicht mit den normalen Zäunen hier. Mit den Holzzäunen. Ist egal, wir kriegen das hin. Ich glaube daran, dass man ruhig daran glauben darf. So, die Frage ist jetzt... Ah, guck mal, ist weg hier. Wie genau soll das hier sein? Einfach hier hinklatschen, ne? So halbwegs gefühlt. Dass man hier noch so ein Meterchen frei hat. Das direkt hier anschließen wäre halt blöd. Oder soll ich das hier wieder hoch machen? Nee, ne? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, hier. Boah. Kann noch ein Ticken raus. Wo bin ich denn hier? Da. Flop. Das verbindet sich nicht, ne? Kein Stück weit, nee. Ist halt die Frage, ob das gut oder schlecht ist. Man kann da durch. Das ist schlecht. Also sehr schlecht. Verdammt, dann muss ich das wohl entweder mit Baumstämmen machen, was total langweilig wäre, oder mit Steinstämmen. Stämmen, genau. Da können wir ein paar Steine stämmen. Das wäre zumindest nicht langweilig. Oder das wäre auch langweilig, aber es also wäre nicht unbedingt spannender. Aber es ginge zumindest. Sagen wir mal ein bisschen vorne. Da muss ja nicht so der ewig riesige Hühnerstall sein. Das wird, glaube ich, schon groß genug. Ich denke mal, das wird groß genug werden hier. Dass man hier sogar, ein weiter da reingeht. Das wäre fast sogar ganz sinnvoll. Also es wird jetzt kein Hühnerstall, der wirklich irgendwelche Automatismen drin hat, von wegen, dass die ganzen Eier da immer runtergespült werden, dass man das Ewigkeiten in der Kiste drin hat. Das ist so eher in der Form, dass man wirklich was zum Angucken hat und nicht was zum Herumfriemeln. Könnte man auch machen, aber das ist jetzt im Moment... Reicht mir das so, dass wir hier zumindest mal ein paar Hühner in der Gegend haben? Eier brauchen wir wirklich selten. Da kann man einfach auch mal so ein Sekündchen nebenstehen und dann einfach gucken, was dabei rauskommt. Und im Prinzip würde ich hier noch gerne mehr Platz haben. Huch! Oder kommen Hühner da raus? Weiß ich gerade immer gar nicht. Sieht aber so eng aus hier, ne? So ein Ticken Platz wäre das schon nett. Wobei, braucht man den wirklich? Will man hier wirklich durch? Hat man hier wirklich etwas durchzugehen? Das eine nach hinten wäre noch ganz nett hier. Was wäre denn so schmal überall? Und das hier um die Ecke zu machen, ist auch albern eigentlich. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Muss ich gerade mal gucken, wie das denn besser gehen könnte. Das soll jetzt auch nicht so das komplizierte Bauwerk werden hier. Das ist vom Platz her schon angenehmer hier. Aber ist dann auch ein bisschen eng. Und am Haus will ich jetzt auch nichts machen. Ist das zu schmal hier? Ein bisschen. Das ist jetzt wirklich albern hier, ne? Wenn man das so hat. Das ist jetzt wirklich albern. Also jetzt mal ernsthaft. Sieht zwar auch interessant aus, aber albern.
Könnte man das eher hier noch einen Ticken nach außen ziehen? Hier vielleicht auch noch ein bisschen nach außen. Dass es zumindest so ein kleines bisschen Berechtigung hat, dass man da auch Hühner reinwerfen mag. Und zwar aus 100 Meter Entfernung mit Schwung. Ich meine, die haben ja Flügel, ne? Wofür müssen die ja da sein? So. Und weiter schwindet ein Stück Heimatland von den Baumschweinen. Das ist eigentlich ziemlich gemein. Aber es sind ja nur Schweine. Die haben es nicht anders verdient. Kann man hier einen Eingangsbereich machen? Ja. Ich muss auch nicht überall hier die großen Steinsäulen hinzimmern. Könnte man hier vorne einfach mal drauf verzichten. Ja, ist ja auch gut. Könnte man sogar hier vorne auch machen. Sieht jetzt nicht ganz so schlimm aus. Könnte man da Lampen drauf machen oder so. Und hier entsprechend noch ein paar Tore reinmachen. Ich habe die Befürchtung, dass von der Höhe her ein bisschen zu niedrig ist, dass da die Hühner einfach so rausflattern. Habe ich mal sehr die Befürchtung. Deswegen, ich bräuchte im Prinzip ein paar Eier, um da mal ein paar Hühner reinzuwerfen und dann zu gucken, was passiert. Weil so häufig haben wir hier gar keine Hühner, ne? Das ist gar nicht so viel, was wir hier haben. Ein Ei, wow. Ich hätte gerne eine Klonmaschine, damit ich da ganz viele Hühner draus machen könnte. Warum haben wir nur ein Ei? Ich leg mir erstmal pennen. Sonst muss ich da hinten wohl doch nochmal einen Huhn hier umverfrachten. Die da hinten ins Haus zu bringen, das hätte schon gedauert. Aber darüber dann, das ist ja noch ein weiteres Stück. Es sei denn, wir schaffen das, dass wir das in eine Karre schmeißen können. Dass wir hier in einem Minecart das Hühnchen durch die Gegend fahren. Das wäre mal total abgefahren. Aber unwahrscheinlich. Dass wir hier einen Hühnerstall haben, das sieht man von hier aus auch überhaupt noch nicht. Aber man weiß halt, dass es da ist. Und ich behaupte mal einfach, dass das noch zu hoch ist hier. Oha! Oha! Genau das Richtige. Huhn? Huhn? Huhn will nicht. Huhn kann vielleicht noch nicht fliegen. Ich gehe nochmal zur anderen Seite. Ich hole vielleicht nochmal ein Ei. Falls es geht. Am besten mit Minecart. Dann geht's schneller. Müssen wir mal schauen. Ich meine, von der Größe her gefällt mir der Stall jetzt. Haben wir hier noch Eier? Nee. Wir haben keine Eier. Also, im Spiel natürlich. Wo denn auch sonst? Minecart, wir haben dann wirklich nur noch ein Minecart hier rumstehen. Das ist ja erstaunlich. So, flop. Hui! In diese Richtung sind wir auch höchst selten gefahren jetzt. Ja, wahrscheinlich aus Gründen, wie man hier sieht. Es dauert so Ewigkeiten. Meist kommt man eh nicht da an, wo man eigentlich hin will. Nein, Schaf. Oh, Schaf. Schaf, gehst du mal weg, bitte. Mann, ey. Voll das Viech, ey. So, da können wir hier irgendein Hühnchen entführen, nennen wir es mal so. Und da ist ein Schwein am Schafsgitter. Ich weiß nicht, was es da will. Achso, hier ist es hier hinten. Tja, wir wahrscheinlich nur ein bisschen spielen. Und wie leer das hier wieder aussieht. Aber wir haben ja ganz viel angepflanzt, das sollte wieder gehen. Wir haben sogar mehr gepflanzt, als hier vorher war. Von daher sollte das irgendwann so ein richtig dichter Wald hier. Richtig dichter Fichtenwald werden. Hallo, ich hätte gerne noch ein Ei. Ich habe ein Ei bekommen. Das ist ja schön. Hier sind nur Schneebälle drin, immer noch. Ei legen. Ach, das sind vier. Warte mal, waren es schon immer vier? Warte mal. Da muss ich mal Sämchen holen hier, oder? Habe ich welche dabei? Nein.
Schade. Muss ich doch hier hinten hin. Sind das wirklich vier? Ich dachte, es wären nur drei. Ich meine, ist jetzt auch nicht so der Wahnsinnsunterschied. Aber es geht ums Prinzip. So, da packen wir von ein paar in den Boden rein hier. Dass wir da vielleicht noch ein, zwei Hühnchen neu machen. Ich meine, das ganze Haus sollte jetzt nicht unbedingt voll mit Hühnern werden, wobei das... Naja, es würde dem Haus eigentlich gerecht werden. Von daher passt das schon. Ne, das ist ja mehr so ein steinerner Hühnerstall. Mehr ist es ja nicht. Wollen wir mal schauen. So, zumachen. Hier, guck mal. Ach, schon wieder ein Ei. So. Knickknack. Du auch. Du auch. Hier, die beiden Kerle dürfen das gemeinsam machen. Ich will nicht wissen, was dabei rauskommt. Oder wie. Aber mal gucken. Tja, bitteschön. Na, ihr Kleinen. Bleibt mal da. Ich hoffe mal, da kommt noch ein zweites raus jetzt. Wobei ich nicht weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Wahrscheinlich eher nicht so sonderlich hoch. Tja. Der Abstand ist schon ganz gut hier zwischen Haus und Gatter. Wenn ich das mal so überlege. So, haben wir eben andere Musik hier anzimmern. Da. Ich glaube, die hatten wir sogar schon mal an. Ah, ist egal. Schon ein Weilchen her jetzt wieder. Oh. Hi. Hi. Hallo Baum. Hallo Schaf. Hallo Schaf. Tschüss Schaf. Man muss ja seine Leute auch begrüßen hier. So. Nein, nicht zu weit fahren. Das müssen wir noch optimieren. Vielleicht, also wahrscheinlich machen wir es eh nicht, aber es wäre eine Sache, die man optimieren könnte, wenn man denn wollte. Irgendwann mal. Eventuell. Also macht man es nie. So, weiterfahren brauchen wir gar nicht, ne? Schwupps. Es wird schon wieder dunkel. Oder? Nee. Ach nee, ist voller Sommer. Voller Tag vielmehr. Ach so, hier, Viecher fangen müssen wir uns auch noch mal ein paar. Dass wir weitere Katzen kriegen. Haben wir gar nicht wieder. So, schwupps. Nein. Oh. Der ist aber noch nicht abgebrochen. Ich meine, ausgerissen. Aber abgebrochen hoffentlich auch nicht. Wobei, ich mache mal die hintere Wand ein bisschen höher. Solange ich noch was dabei habe. Einfach, weil es schöner aussieht. Und vielleicht, weil es was bringt. Da kämen die dann mal gar nicht mehr rüber. Was auch der Sinn der Veranstaltung ist. So, ja, da guckst du. Ausbruchssicher. Muss so, weil ist so. Dann mache ich das sogar... Boah, jetzt habe ich nicht mehr genug dabei. Na gut, dann mache ich das halt nicht. Floink. So, tipptopp. Eventuell muss es auch gar nicht so hoch hier. Man weiß es nicht. Also man weiß es bestimmt schon, aber ich weiß es nicht. Kürbislaterne oder Glowstone, was machen wir da drauf? Ich wäre ja spontan für Glowstone. Wobei wir mit Kürbislaternen viel zu selten was gemacht haben bisher. Habe ich den Eindruck. Da könnte man auch ordentlich eine Schippe drauflegen oder einen Kürbis. Je nachdem, was man da hat. Wo ist das Zeug? Da hatten wir ja was geholt, ne? Das war ja schon okay. Oh ja. Ach doch. Oh, ich mache da mal so... Nein, nicht alles. Die Hälfte wollte ich machen. Habe ich mich falsch vertastet? Im Dorf haben wir da keine Endertruhe, oder? Also gut, bei der Station. Aber im Prinzip bräuchten wir noch öfter eigentlich solche Truhen. Damit man die vielleicht öfter auch mal benutzt. Wäre vielleicht ganz praktisch. So, hier müsste man noch... Ja, gut. Eventuell müsste man das hier irgendwann mal ein bisschen umverteilen, umlegen, ein bisschen anders machen. Dass man da so ein Dreieck draus macht und nicht einfach einen geraden Weg. Dass man hier auch mal sinnvoll durchkommt.
Wäre das zu hoch? Ich mache nochmal einen runter hier. Das war falsch. Das war auch falsch. Verdammt. So. Ist besser so, ne? Als wenn es da ganz oben wäre. Treffe ich damit? So. Nein, Huhn. Nicht da rein. Ich meine, nicht da raus. Bist jetzt über die Dinge hier geflogen? Schieb. Ist das... Es ist mit Behutsamkeit. Okay. Yay. Huch. Wie macht man den Boden? Da müsste auch ein bisschen Stroh rein, oder? Stroh wäre... Oh, nax. Stroh wäre doch mal nett. Und jetzt bräuchte man noch Kies und den ganzen Quatsch hier, damit man das hier entsprechend ranlegen kann. Ein bisschen Verschönerung noch machen. Hier muss halt auch noch irgendwas hin, ne? Sonst wäre das so langweilig, so unvoll. Oder ist er zu weit nach hinten gezogen jetzt? Geht eigentlich, ne? Ein Dach brauche ich. Wobei, hier könnte man hier vorne noch ein Dach drauf machen. Könnte man. Ja, könnte man eigentlich, ne? Die müssen das ja nicht nur im Freien haben. Das kann man hier vorne in diesem Bereich ein Dach drauf machen. Ähnlich wie da. Damit es ein bisschen schöner aussieht. Und die Hühner natürlich nicht im Regen stehen gelassen werden. Können wir mal schauen, will ich erst beim nächsten Mal schauen. Jetzt mache ich kleine Pause hier schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Minecraft und bis zum nächsten Mal. Adieu!